Das EM-Halbfinale war und ist heute das beherrschende Thema. Wir beschäftigen uns auch gleich damit und legen unseren Fokus heute mal auf die Gegner aus Frankreich. Und auch diese Themen haben wir heute im Blick. Asyl- und Wohnungssuche. Was passiert mit anerkannten Flüchtlingen in Kaufbeuren und im Ostallgäu? Mit 70 so modern wie nie. Bregenzer Festspiele gehen in eine neue Spielzeit und Zwangsversteigerung droht. Schmetterlingserlebniswelt in Fronten steht vor dem Aus. Die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber beschäftigt uns schon lange. Seit der Schließung der sogenannten Balkanroute ist die Zahl der zu uns Kommenden massiv gesunken. Die Zahl derer, die anerkannt sind, aber steigt. Für die anerkannten Asylbewerber, die bereits hier leben, eigentlich eine positive Entwicklung. Denn Städte, Gemeinden und ehrenamtliche Helfer können jetzt viel individueller auf ihre Bedürfnisse eingehen. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Deutschunterricht, Arbeitsvermittlung und Wohnungssuche. Aber gerade letztere gestaltet sich schwer. Wir haben hier in dieser Regierungsunterkunft vorwiegend Familien aus Syrien und aus Afghanistan. Und wenn man die fragt, dann haben sie natürlich die üblichen Wege, die wir im Fernsehen gesehen haben, hinter sich. Also im letzten Jahr kamen alle über die Balkanroute und sie konnten genau das erzählen, was wir im Fernsehen mitgekriegt haben. Wir gehen davon aus, dass viele von ihnen traumatisiert sind. Das sieht man nicht immer auf den ersten Blick. Das merkt man vor allem, wenn man sich länger mit ihnen beschäftigt. Günter Kammleiter ist einer von mehr als 100 freiwilligen Helfern, die sich im Kaufbeurer Arbeitskreis Asyl um über 600 Flüchtlinge und Asylbewerber kümmern. Die Ehrenamtlichen sind Ansprechpartner, wenn es um Arzt- oder Behördengänge geht, geben Deutschunterricht und organisieren Kinderbetreuung. In der Flüchtlingsunterkunft in der Neugablonzer Straße leben hauptsächlich syrische und afghanische Familien, die noch auf ihre Anerkennung warten. Solange das Verfahren läuft, sind sie verpflichtet, hier zu wohnen. Als Asylberechtigte müssen sie die Unterkunft verlassen und sich eine Wohnung suchen. Dass das nicht ganz einfach ist, liegt auf der Hand, erst recht bei Großfamilien mit teils bis zu 9 Personen. Günstiger Wohnraum ist überall Mangel und es ist schon ein Glück, wenn eine Familie oder wenn wir unterstützend für eine Familie eine Wohnung finden können, was immer wieder passiert, auch durch private Kontakte, auch nicht selten private Wohnungen, dann ist es einfach schön, ein Glück, aber viel zu wenig. Das Haus in der Wiesenthaler Straße könnte bald, zumindest für ein paar Familien, eine neue Heimat werden. Das ehemalige Vereinshaus gehört der Stadt Kaufbeuren und war als Flüchtlingsunterkunft geplant. Mitten in der Umbauphase gab es im Februar einen Brandanschlag auf das Gebäude. Die Schäden wurden beseitigt und jetzt liegt das Haus im Dornröschenschlaf. Doch es soll so schnell wie möglich wachgeküsst werden. Das geht am effektivsten mit Fördergeldern. Stichwort sozialer Wohnungsbau. Wir warten noch auf den Bewilligungsbescheid der Regierung von Schwaben für die Wohnungsbauförderung. Es sollen ja hier 4 Mietwohnungen entstehen. Also es sollen Asylbewerberfamilien, anerkannte Asylbewerberfamilien hier die Wohnungen beziehen. Wer das dann sein wird, muss man schauen. Wie schwer die Suche nach einer geeigneten Wohnung ist, was für eine Rolle die ehrenamtlichen Helfer spielen und was mit den Flüchtlingsunterkünften passieren soll, sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren zeigen wir Ihnen heute um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und um 22.30 Uhr. In den nächsten Tagen wird das Magazin dann ständig in unserem Programm wiederholt und ist natürlich auch auf unserer Homepage zu sehen, www.allgäu-tv.de. Ein Thema gleich bei uns, in Kompakt und wieder vor dem Aus. Das Festspielhaus Füssen ist pleite. Ja,
Nun habe auch ich mich lasern lassen. Natürlich war Weilheim dafür die erste Adresse. Ein bisschen Neugierde war für mich als Augenlaserarzt ja schon dabei, weil ich schon immer mal wissen wollte, was die Patienten unter dem Laser so empfinden. Mit unserer SPK-LASIK war es ein schmerzfreies, schnelles Wiederscharfsehen. Bilder dazu sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal oder auf einem unserer Infoabende. Als eine der ältesten Privatbanken in Deutschland fühlen wir uns unserer Familientradition verpflichtet. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Werten unserer Kunden ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns umfassend Zeit für Sie und begleiten Sie in jeder Lebenssituation als verlässlicher Partner. Das gesprochene Wort zählt bei uns. Darauf können Sie sich verlassen. Schließlich ist Kundenzufriedenheit für uns ein persönliches Anliegen. Gabler Salita Bank. So privat wie das Leben. Altersflecken. Ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier. Unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Die besten Beachvolleyballer Bayerns treffen sich zum großen Beachfight auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu in Kempten und kämpfen um wichtige Punkte für die bayerische und deutsche Rangliste. Zusätzlich gibt es ein Beachvolleyball-Charity-Spiel. Der Erlös geht an die Kinderbrücke Allgäu e.V. Infos unter beachcup-kempten.de. Die Meldungen von Donnerstag, dem 7. Juli. Gestern Abend ist in der Nähe von Dirlewang im Unterallgäu ein Rollerfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades war in einem Waldgebiet unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihm ein Traktor entgegen. Der 17-Jährige bremste stark ab und schlitterte gegen den rechten Vorderreifen des Traktors. Der Traktorfahrer hatte ebenfalls abgebremst und konnte sein Fahrzeug noch vor dem Zusammenprall zum Stehen bringen. Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Der Allgäu Airport hat im ersten Halbjahr 2016 ein Plus von 15% mehr Fluggästen verbuchen können. Rund 440.000 Menschen haben bis Juni den Flughafen für ihre Reisen genutzt. Besonderen Zuwachs kann dabei die Fluggesellschaft Wizz Air verbuchen, die aktuell von Memminger Berg aus 13 Ziele in Osteuropa anfliegt. In den ersten 6 Monaten des Jahres beförderte die ungarische Airline 65% mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum. Bis zum Jahresende rechnen die Flughafenbetreiber mit 950.000 Passagieren. Als Reaktion auf die Schlammlawine in Oberstdorf im vergangenen Jahr wollen das Wasserwirtschaftsamt und die Gemeinde jetzt Hochwasserschutzanlagen am Rossbichelbach bauen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Durch die Maßnahmen sollen vor allem die Anwohner im Ortsteil Dummelsmoos geschützt werden, die von dem Murenabgang im Juni 2015 besonders betroffen waren. Die Baumaßnahmen sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Eine 47-Jährige aus München, die am Samstagabend in Pfronten einen Unfall mit ihrem Mountainbike hatte, ist jetzt in der Unfallklinik in Kempten verstorben. Die Frau war bei einer steilen Abfahrt von der Schlossangeralb gestürzt. Sie trug keinen Helm und erlitt deshalb ein schweres Schädelhirntrauma. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. Auch das Rad befand sich in einem einwandfreien Zustand.
Auch in Dietmannsried ist jetzt eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden, weil sie keinen Helm trug. Die 40-Jährige fuhr gemeinsam mit einer weiteren Frau von Pfefferhof kommend in Richtung A7. Die beiden Radlerinnen fuhren nebeneinander und unterhielten sich. Als ihnen ein Auto entgegenkam, erschrak die 40-Jährige und bremste zu stark ab. Dadurch stürzte sie über den Lenker auf die Straße. Sie musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Füssener Festspielhaus ist pleite. Die verantwortliche Musiktheater Füssen Besitz GmbH hat beim Amtsgericht Kempten einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist bereits die dritte Pleite des Festspielhauses seit 2004. Die gebuchten Veranstaltungen bis Anfang September werden aber stattfinden, so der Insolvenzverwalter in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, bis dahin einen Investor zu finden, der das Gebäude und den Geschäftsbetrieb übernimmt. Dann könnten auch die angedachten Veranstaltungen ab September stattfinden. Der Münchner Rechtsanwalt versichert, dass es bereits entsprechende Interessenten gibt. Der Baubeginn für die Unterführung Langenweg in Lindau steht fest. Im September soll mit den Arbeiten begonnen werden. Die Stadt hat jetzt den Auftrag für die Straßen- und Betonarbeiten, den Kanalbau und den Leitungsbau vergeben. Die Maßnahmen kosten rund 13 Millionen Euro. Die Unterführung sollte bereits vor rund anderthalb Jahren gebaut werden. Klagen verzögerten allerdings den Baubeginn. Die Technikerschule für Maschinenbau in Mindelheim wird ab September zweizügig. Neben der Eingangsklasse für die zweijährige Vollzeitausbildung soll es eine weitere Klasse geben, in der die Ausbildung in Teilzeit möglich ist. Die Teilzeitschüler sollen 3 Tage in der Woche in einem Betrieb und 2 Tage in der Schule ausgebildet werden. Diese Art der Ausbildung dauert dann 3 Jahre. Das sei die ideale Verbindung von Praxis und Theorie, so Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer. Die Technikerschule wurde im vergangenen September eröffnet. Seitdem gibt es mehr Bewerber als freie Plätze. Die Naturwissenschaftlich-Technische Akademie in Isny darf wieder neue Studenten annehmen. Das Wissenschaftsministerium hatte das monatelang verboten, weil Hochschulstandards nicht eingehalten wurden. Jetzt hat die NTA ihre staatliche Anerkennung zurück, allerdings nur zeitlich begrenzt und unter Auflagen. Die Affäre hat der Akademie jedoch trotzdem geschadet. Aktuell sind an der privaten Hochschule nur noch 150 Studierende eingeschrieben. Also pro Semester im Schnitt 13 Personen. Laut NTA verhandele man deshalb mit einem Geldgeber, um die Wirtschaftlichkeit der Akademie aufrechtzuerhalten. Auf dem Leutkircher Skulpturenweg waren offenbar Diebe unterwegs. 4 Figuren des Ensembles einer Kemptner Künstlerin wurden gestohlen. Weitere Werke wurden zum wiederholten Mal mutwillig beschädigt. Bürgermeister Hans-Jörg Hähnle verurteilt die Taten, machte aber auch deutlich, dass man an dem Skulpturenweg festhalten wolle. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Nach mehr als 1000 Jahren ist der heilige Ulrich ins Kloster Benediktbeuern zurückgekehrt. Mit der Aktion soll in der Ulrichswoche die Verbundenheit des Bistumspatrons mit dem ganzen Bistum verdeutlicht werden. Beim gestrigen Festgottesdienst sprach Bischof Konrad Staser über die Bedeutung Ulrichs. Bereits zu seinen Lebzeiten wurde er zur Legende. Er setzte sich gleichermaßen für das Reich und sein Bistum ein und ist bis heute ein Vorbild im Glauben. Insofern begeistert er mich als Fürsprecher, als Heiliger unseres Bistums, den ich durch Gottes Gnade und das Vertrauen des Papstes ein Nachfolger sein darf. Der Schrein mit der Reliquie des heiligen Ulrich blieb den ganzen Tag in Benediktbeuern. Jetzt ist er wieder in Augsburg. Ja, die Aussichten für die nächsten Tage sind gut. Hoffentlich auch ein gutes Zeichen für die EM heute Abend. Die Handwerkskammer für Schwaben. Für ein starkes Handwerk. Heute Nacht verdeckt eine Wolkendecke den Sternenhimmel. Die Temperaturen sinken auf milde 15 bis 18 Grad. Auch der Freitag startet bewölkt. Bei Höchstwerten von 24 bis 29 Grad wird es aber schon am Vormittag heiß. Nachmittags bleibt es sommerlich warm. Im Ostallgäu erreichen die Werte 30 Grad. Im übrigen Allgäu bewegen sich die Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad.
Auch auf den Allgäuer Bergen wird es warm. Auf dem Gründen kann man bei 16 bis 26 Grad ins Schwitzen kommen. Wer es etwas kühler mag, kann auf dem Nebelhorn wandern gehen. Dort werden maximal 20 Grad erreicht. Auch das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite. Es ziehen zwar noch lockere Wolken über den Himmel, der Samstag wird mit 18 bis 23 Grad aber schon warm. Am Sonntag klettert das Quecksilber sogar auf 27 Grad. Der Wochenanfang wird mit 22 bis 26 Grad ähnlich warm. Es kann aber örtlich einzelne Schauer geben. Mit einem Kieshügel fing 1946 alles an. Nun verfügt man über eine topmoderne Seebühne, die mehrere tausend Menschen fasst. Die Bregenzer Festspiele gehen in ihre 71. Saison. Wir waren vorab bei den Proben auf der Seebühne und haben mit der Intendantin über die vergangene und die zukünftige Spielzeit gesprochen. Wenn das Wetter so bleibt, steht den Bregenzern eine tolle Festspielsaison bevor. Man könnte das dann als Geschenk des Wettergottes zum 70-jährigen Geburtstag der Seebühne sehen. Doch selbst bei traumhaftem Wetter kann die vergangene Festspielzeit von den Besucherzahlen her kaum noch übertroffen werden. Ich bin über die Maßen zufrieden, weil es nicht klar war, dass Turandot ein solcher Publikumserfolg werden wird. Und wir liegen gleich auf mit AIDA, was unglaublich ist. Und auch das zweite Jahr läuft sehr gut, also ist ein sehr, sehr positives Fazit. Denn bereits jetzt sind 75% aller Tickets verkauft. Bei der heutigen Pressekonferenz, knapp zwei Wochen vor Beginn der Festspiele, stellte Intendantin Elisabeth Sobotka das neue Programm vor. Ein wesentlicher Teil davon ist aber nicht neu. Die Aufführung Turandot auf der großen Seebühne bleibt nämlich noch ein weiteres Jahr. Wir haben uns seit 30 Jahren für den Zwei-Jahres-Rhythmus entschieden, weil wir so große Bühnenbilder in den Bodensee stellen wollen, dass die Produktion eine solche Publikumskraft erzeugen, dass wir wirklich zwei Jahre verkaufen können und sich auch nur so dieser große Aufwand auszahlt. Der Andrang sei im zweiten Jahr natürlich nicht ganz so groß wie im ersten. Trotzdem erwartet Sobotka in ihrem zweiten Jahr als Intendantin keine Einbußen. Dafür war und ist Turandot ein zu großer Zuschauermagnet, der im letzten Jahr eine 99-prozentige Auslastung der Seebühne brachte. Nebenan im Bregenzer Festspielhaus wird in der diesjährigen Spielzeit jedoch eine absolute Neuheit geboten. Was man bei dem Klassiker Hamlet zunächst nicht vermuten würde. Es ist von der Zeit her ein Klassiker, aber es ist eine österreichische Erstaufführung, ist ein Verdi-Zeitgenosse, Franco Faccio. Und das Spannende daran ist, dass er eine Hamlet-Oper geschrieben hat, Arrigo Boito, der spätere Textdichter von Verdi, hat hier ein sehr, sehr poetisches Libretto geschrieben. Und die beiden wollten damals die Opernwelt neu erobern. Damals ist es ihnen nicht gelungen, vielleicht gelingt es ihnen heuer. Für die kommende Spielzeit, die am 20. Juli beginnt, sieht sich Sobotka gut gerüstet. Konkrete Zahlen oder Ziele hat sie dabei aber nicht primär im Sinn. Nein, das funktioniert ja nicht. Man bemüht sich und arbeitet hart daran, dass das künstlerische Ergebnis mindestens so hoch ist wie das letzte Jahr. Weil eins ist ganz klar, nur mit wirklich hervorragender Qualität kommt man an Publikum und das Publikum merkt und das Publikum kommt, wenn es hört und spürt, da ist was Besonderes. Und die Zahlen sind sozusagen das Glück, das wir nachher haben. Die Bregenzer Festspiele gehen vom 20. Juli bis zum 21. August. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und keine der knapp 80 Veranstaltungen ins Wasser fällt. Bis vor kurzem war man in Bregenz noch auf der Suche nach einem Eröffnungsredner. Normalerweise macht das der österreichische Bundespräsident. Da nach dem Wahldilemma jedoch noch kein Präsident feststeht, wird die Eröffnungsrede diesmal von Nationalratspräsidentin Doris Bures gehalten.
Die Schmetterlingswelt in Fronten ist einmalig in der Region und bei Besuchern beliebt. Dennoch zu hohe Heizkosten, zu wenig Umsatz und keine finanzielle Unterstützung. Die Schmetterlingswelt steht vor dem Aus. Bereits vor einem Jahr war die Situation ähnlich. Hier kam jedoch in letzter Sekunde finanzielle Hilfe. Wie sieht es dieses Mal aus? Ende des Monats droht die Zwangsversteigerung. Alle 3 Wochen, wenn die neuen Puppen kommen, hängen wir die hier auf, weil die brauchen den freien Fall. Und der ist heute Morgen schon geschlüpft. Das ist ein Schwalbenschwanz aus Asien. Und das ist ein afrikanischer Mondfalter. Der ist auch frisch geschlüpft. Die Mondfalter sind ganz ruhig tagsüber, weil sie schlafen. Die sind nachtaktiv. Begeistert erklärt Brigitte Hartmann, was es mit der Puppenstation auf sich hat. Wenn sie in ihrem Element ist, merkt man ihr den Kummer nicht an. Sie ist die Inhaberin der Schmetterling-Erlebniswelt in Fronten, die erneut kurz vor dem finanziellen Aussteht. Ich habe es mit Banken probiert, ich habe es mit Investoren probiert. Ich habe eigentlich alles versucht, was möglich ist. Ich habe es wiederholt an der Gemeinde probiert. Aber die Lösungen waren alle im Sand verlaufen. Die Gemeinde greife nicht ein, weil das Schmetterlingshaus eine private Firma ist. Man könne ihnen daher nicht helfen, so Hartmann. Außerdem sei den Banken die Situation des Schmetterlingshauses zu heikel. Gründe für den finanziellen Notstand liegen nämlich schon einige Jahre zurück. Wir haben noch zu knappern an den Altlasten, die aus der Gärtnerei entstanden sind die letzten Jahre. Und für uns ist halt der Schritt sehr schwer gewesen, Neues zu schaffen und all das irgendwo zu bewältigen. Und die Banken haben natürlich keine Möglichkeit, uns mit dem Schmetterlingshaus zahlenmäßig einzuordnen. Und somit haben wir da keine Chance, dass wir Finanzierung oder sonstige Hilfe kriegen. Zu sonstigen Hilfen zählen Förderprogramme. Doch um beispielsweise eine Förderung aus der Moor-Allianz zu bekommen, müsste Brigitte Hartmann einiges investieren und die Sicherheit auf Hilfe hätte sie dennoch nicht. Dass jedoch auch ohne Investitionen Besucher gerne nach Fronten kommen, zeigen die aktuellen Zahlen. Dieses Jahr war es ganz, ganz gut. Wir haben schon 2/3 der Besucherzahlen, die letztes Jahr ganzjährig waren. Wir haben sehr viel Zuspruch. Wir sind ein gern gesehenes Ausflugsziel. Die Familien können hier eine Zeit lang entspannen, die Kinder haben Spaß. Und es zieht Leute nach Fronten. Wir haben mittlerweile sehr viele Busse, die sogar kommen, wo die Leute ihren Ausflug hierher organisieren, wo auch dann die Gastronomie in Fronten nutzen, die Eiscafés. Und wir haben mittlerweile Leute, die wegen uns in Fronten übernachten und in Urlaub herkommen. Doch die Besucherzahlen reichen dennoch nicht aus, um gewinnbringend zu arbeiten. Am 22. Juli wird es deshalb ernst. Bis dahin muss eine Lösung für die Schmetterling-Erlebniswelt her. Denn das ist der Termin für die Zwangsversteigerung. Wie geht es bis dahin weiter? Mittlerweile habe ich mich an verschiedene Politiker gewandt, in der Hoffnung, dass da jetzt einer die Möglichkeit hat, uns zu helfen. Lernen wir das mit einer Bank zu reden, die uns eine Finanzierung gibt. Die KfW würde uns nehmen, aber du brauchst eine Bank dazu. Oder es ist irgendwo ein Mensch, der sagt, okay, ich habe ein bisschen Geld übrig, das leiht den Hartmanns und wir können es dann statt an einer Bank einem Investor abtragen oder wir kriegen so viel Spendengelder, dass ich mit der Bank ins Ebene komme. Der Rest könnten wir schon schaffen mit Besucher. Es bleibt also spannend. Für den Ernstfall haben sich die Hartmanns schon um eine neue Bleibe für alle Tiere gekümmert. Die Public Viewing- und Partyveranstalter rechnen heute zum Halbfinale mit Rekordbesucherzahlen. Endlich stimmt das Wetter und Deutschlands Gegner ist einer der ganz Großen. Wie schätzen die Allgäuer die Franzosen ein? Unser Frankreich-Wissenstest, den gibt es gleich. Beim Zeus. Geschichten von Göttern und Helden. Antike griechische Stücke und römische Funde aus Campodunum. Kindgerecht und anschaulich. Beim Zeus. Die große Sonderausstellung im Alpinmuseum Kempten. Altersflecken. Ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke.
Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Über mangelnde Auswahl kann man sich bei Eichinger Optik in Dietmannsried nicht beschweren. Wer hier eine Brille sucht, wird auf jeden Fall immer kompetent und stilsicher beraten. Denn für Bernd Eichinger ist eine Brille nicht nur eine Sehhilfe, sondern vor allem auch ein modisches Accessoire. Deshalb achtet der Optiker bei seinen Kunden darauf, dass jedes Detail passt. Erstmal auf die Gesichtsform, auf die Konturen, Haarfarbe, äußeres Erscheinungsbild, ob jemand modern eingestellt ist. Eher konservativ, das spielt alles mit einer Rolle. Im Trend liegen momentan vor allem Kunststoffbrillen in dezenten Farben. Aber auch Fassungen in Holz- und Steinoptik sind aktuell gefragt. Doch nicht nur bei modischen Fragen weiß Bernd Eichinger Rat. Er ist auch Experte für das Thema Makuladegeneration. Die Stoffwechselstörung verursacht Ablagerungen auf der Netzhaut, die für erhebliche Sehstörungen sorgen. Entsprechende Hilfsmittel gibt es in Dietmannsried. Es gibt spezielle Gläser auf dem Markt, die eine Eigenvergrößerung bieten, das blaue Licht ausfiltern, was sehr gefährlich werden kann für das Krankheitsbild, weil eben diese Rezeptoren auf der Netzhaut weiter geschädigt werden können. Endlich wieder den vollen Durchblick haben. Dank Eichinger Optik in Dietmannsried. Heute Abend entscheidet sich, wer gegen die Portugiesen ins Finale der EM zieht. Natürlich liegt unsere Hoffnung voll und ganz bei Jogis Jungs. Aber meiner Kollegin Chris-Marie von Naumann reicht das Hoffen noch nicht ganz aus. Ihre Taktik ist es, sich bestens auf den Gegner einzustellen. Darum hat sie sich heute gemeinsam mit den Kemptnern auf die französische Nationalelf mal etwas anders vorbereitet. Bonjour und salut, liebe Zuschauer. Ja, heute Abend ist es soweit, die deutsche Nationalmannschaft trifft auf den französischen Gastgeber in Marseille. Die deutsche Nationalelf ist bereits jetzt hoffentlich gut vorbereitet, aber wie gut Sie als Fans eigentlich vorbereitet sind, das wollen wir doch mal testen. Ein heißes Thema, wenn es um Fußball geht, sind natürlich auch die Spielerfrauen. Und apropos Frauen, kannst du dir vorstellen, was bis 2013 den französischen Frauen noch verboten war zu tragen? Vielleicht Kopftücher, Mützen. Keine Ahnung, Minirock. Das waren Hosen. Ganz normale Jeanshosen. Das ist noch ein veraltetes Gesetz gewesen, was einfach nie abgeschafft wurde. Aber offiziell war es bis 2013 somit illegal für Frauen Hosen zu tragen. Mei, wenn sie stattdessen Minirock High Heels anziehen. Ja, super. Zum Fußball in Deutschland trinkt man ja üblicherweise Bier. In Frankreich kann man sich vorstellen, dass sie vielleicht gerne mal einen Wein dazu trinken. Auf jeden Fall pflegen und hegen die Franzosen ihr Weingut. Denn es ist einem, sagen wir mal, Verkehrsmittel verboten, darauf zu halten. Ein nicht üblichen Verkehrsmittel. Welches könnte es sein? Fahrrad, Roller oder so. Teambusse. Womit fliegen Außerirdische? UFOs? UFO. Es gibt ein Gesetz, das verbietet, dass UFOs darauf landen oder auch nur darüber fliegen. Verrückte Franzosen wieder. Der aktuelle Nationaltrainer von der französischen Mannschaft heißt Didier Deschamps. Und von 2004 bis 2010 war es Raymond Domenech. Und er hatte ein ganz besonderes Kriterium, um seine Spieler auszuwählen. Kannst du dir vorstellen, welches? Hölzle ziehen. Und ungefähr so ist es. Was für ein Sternzeichen hast du? Ich, Zwilling. Ah, dann wärst du wohl nicht aufgestellt worden. Sauber. Das Sternzeichen, wirklich. Was nimmt er dann für welche? Die Krebse. Ja, nun sind wir alle hoffentlich bestens vorbereitet auf das Rendezvous mit den Franzosen. In diesem Sinne, viel Spaß und au revoir. Ja, noch besser wäre ein Adieu an die Franzosen. Und für Sie, liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Auf Wiedersehen. Hoffentlich morgen in der Sendung bei Allgäu TV.